Luxus trifft auf Sportlichkeit. Sportwagen trifft auf Individualität. BMW M850i Coupé trifft auf AC Schnitzer. Startfrei und leinenlos. Die serienmäßige Differentialsperre unterstützt die heckbetonte Auslegung des Allradsystems. Zeit, die Elektronik abzuschalten. Fangen wir mal an mit der ersten Stufe. Dynamic Traction Control aktiviert. Papa lenkt ein. Oho, oho, oho. Hallo? Die Hinterachse meldet sich. Und wird... Ja, da war es doch, ne? Hinterachse ist da. Schön. Vollgas. Jetzt gerade, glaube ich, meine ich, aber hätte er bewusst nicht gewollt, um die maximale Beschleunigung darzustellen. Also der wollte gerade nicht mehr quer. Sollen wir das mal abschalten? Sport Plus, DSC off. Achtung. Also er kommt und dann war da jetzt schon, glaube ich, auch wieder der Moment, wo es nach vorne ging mit der Antriebskraft, um ihn wieder rauszuziehen, um ihn zu stabilisieren. Aber trotzdem hast du als Fan des Hinterradantriebs das Gefühl, jawohl, das Auto hat Hinterradantrieb. Das ist das, was ich, sagen wir mal, an einem intelligenten Allradantrieb mag. Wenn ich, sagen wir mal, jetzt von meinen Fahrstufen, in dem Fall Sport Plus, DSC Off, ja, das Maximale will, dass er mir auch dann auch das Gefühl gibt, jawohl, du hast schon BMW klassisch auch so ein bisschen Hinterradantrieb. Fastlap. Sein Gegner ist die Zeit. Dank Allrad und Launch Control sind Traktionsprobleme ein Fremdwort. 171 km/h stehen am ersten Bremspunkt auf dem Tacho. 88 km/h in Kurve 2 reichen nur für einen Platz in der hinteren Hälfte des Rankings. Leichtere Autos kratzen hier an der 100 km/h Marke. Der zweite Sektor gibt immer Aufschluss darüber, ob ein Auto auch querdynamische Stärken besitzt. Mit knapp 36 Sekunden liegt der Schnitzer im vorderen Drittel und vor den britischen V12-Gegnern. Von 197 auf 74 km/h. In der langsamen Kurve 7 liegt der M850i überraschend weit vorne. In Nachbarschaft zu einem 911 GT3. Im Trio der über 600 PS Coupés knackt der BMW als einziger die 240 km/h Marke auf der Geraden. Der Bentley bleibt mit 233 deutlich drunter. Zeigen die Änderungen von AC Schnitzer die gewünschte Wirkung? Die letzten Meter. Die Botschaft von dem Auto ist ganz klar, man will ein klassischer GT sein, ein Auto, was Spaß macht, was sich dynamisch fahren lässt, im nächsten Moment aber auch sehr souverän. Das macht wirklich Spaß mit diesem Auto, so nicht an der totalen Grenze zu fahren, aber so bei 80% des Limits, dann ist so ein Auto echt schön zu bewegen. Man kann sich mit dem ACS8 sowohl auf einem Cocktailempfang blicken lassen, als auch beim Tuning-Treffen im Ruhrpott. Und ist nie falsch gekleidet. Und genau das macht am Ende seinen Reiz aus.